Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute ein sehr spezielles Thema für euch vorbereitet. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen Kollegen, der ist im Hintergrund. Ich habe einen Kollegen dabei. Wir wollen heute über das Thema Pflanzenstärkung sprechen, weil unser Rasen, mein Rasen, ob euer Rasen Stress hat, weiß ich nicht, aber mein Rasen hat Stress. Sehr wenig Stickstoff, Trockenheit und Hitze. Wir hatten schon richtig Hitze, heiße Tage. Ja, und damit kommt der Rasen nicht gut klar. Aber es gibt gerade jetzt in der modernen Rasenpflege einen neuen Trend. Und das sind Biostimulantien. Biostimulantien, also auf natürliche Weise den Rasen stärken. Das ist heute das Thema. Unsere alten unsere Vorfahren haben das schon auf ganz natürliche Art und Weise gemacht. Ne? Brennnesseljauche oder auch tatsächlich diese Alge an den Küsten schon in die Beete geworfen. Da kommt das her. Und jetzt fängt man an, das wissenschaftlich zu erforschen und auch nachzuweisen, dass es tatsächlich wirkt und warum es wirkt. Und wir haben jetzt ganz schön viel Wind. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Windgeräusche. Wir wechseln mal kurz. Ja, lieber Rasenfreak, was machen wir jetzt? Also wir werden einmal euch ein paar Produkte vorstellen, die es bei Grasshopper im Shop auch für den Privatkunden gibt. Das Schöne an Biostimulantien ist, dass sie tatsächlich ohne irgendwelche Pflanzenschutz-Sicherheitsscheine oder irgendwelche besonderen Maßnahmen angewendet werden können. Ja, die sind ein bisschen reizend, weil sie hochkonzentriert sind. Aber muss da nicht so ganz unglaubliche Sicherheitsmaßnahmen einführen. Es sind flüssige Produkte, das heißt, wir werden sie auch heute hier auf die Fläche sprühen. Wir werden euch genau zeigen, wie man die Produkte mischt, was da sinnvoll ist. Zeigen wir gleich alles. Und dann werden wir hoffentlich auch irgendwann eine Wirkung sehen. Das machen wir aber nicht heute, das muss ich dann später mal zeigen. Ich sage auch gleich, dass diese Produkte nicht so spontan wirken, so plötzlich ist alles grün oder alles schön oder das Gras ist plötzlich ganz kräftig. Nein, also solche Produkte, die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie auch ihre Wirkung entfalten können. Aber darüber reden wir gleich mit Christian. Jetzt gibt es erstmal das Intro und dann geht's los. Viel Spaß beim Zuschauen. Entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Ich habe jetzt Christian extra in meine Senke gestellt, damit ich nicht ganz so klein wird. Ich bin übrigens bloß 1,70 groß. Ich habe ich noch nie erzählt. Ich bin 1,70. Ich bin ein ganz kleiner Mensch. Ja. Aber ja, Christian, hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Hi, Andreas. Schön, dass du da bist. Wir haben jetzt hier zwei Mikros. Also von daher ist das beim Ton hoffentlich optimal. Also, sollte funktionieren. Falls es nicht gut ist, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Nee, Christian, ich habe den Rasen tatsächlich ja in letzter Zeit sehr gestresst. Wenig Stickstoff, auch jetzt in letzter Zeit wieder eine Menge mechanische Arbeiten. Ich habe jetzt gerade wieder gelocht mit meinem Kreuzbuhn, gelüftet. Dann habe ich die ganze Fläche abgebürstet, weil ja doch so ein bisschen was rausgeflogen ist, ein bisschen Erde. Die wieder eingebürstet mit der Swordman-Bürste, Schleichwerbung. Und habe heute noch mal gemäht. Und ja, das stresst den Rasen, sagst du. Jetzt hast du den Rasen angeguckt. Was sagst du zum Rasen? Wo sind die Probleme? Ja, wie gesagt, also klar, du hast gestern gelocht, du hast gebürstet, du hast gemäht. Jetzt ist natürlich, die letzten Wochen war relativ wenig Niederschlag, sehr viel Hitze. Der war eh schon gestresst. Jetzt kommst du mit so einer Maßnahme, da kriegt er natürlich noch mal eine auf den Deckel. War völlig falsch. Und nein, war nicht falsch, aber wie gesagt, das ist jetzt halt einfach der Punkt. Es schaut jetzt gerade so aus, dass man ihm einfach ansieht, dass er Stress hat. Ja? Richtig. Aber so groß und im Ganzen muss ich echt sagen, mir gefällt es echt gut. Auch wenn du vielleicht, manche Stellen sind natürlich okay, die sind nicht so gut. Die haben wir auch analysiert und sind dann auch drauf gekommen, was vielleicht da das Problem ist. Ja. Dass halt auch mal irgendwie Wassermangel ist oder auch irgendwelche Fremdgräser drin sind. Ihr kennt die Stellen alle. Die wir nicht wollen oder die du nicht willst. Und da muss man einfach dran arbeiten, dass man das rauskriegt. Aber so, wenn ich das so vom Überblick sehe, gefällt es mir wirklich gut. Und man muss halt einfach auch sehen, wie du gedüngt hast jetzt dieses Jahr, dass da halt wirklich nicht viel Stickstoff im Spiel war. Richtig. Ich meine, es war Stickstoff da, weil, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir komplett ohne fahren, aber es war relativ wenig Stickstoff im Spiel. Und dafür, muss ich sagen, ist die Fläche wirklich
super homogen und ausgeglichen. Also mir gefällt es echt gut. Also ich persönlich bin auch eher der Fan so, ich mag das gar nicht so knallkünstlich grün. Ich bin da lieber so ein bisschen natürlich ein bisschen und das ist so ein bisschen heller hier, das hebt sich ein bisschen ab. Ja, Christian, du sagst hier, mein Rasen sieht schön aus. Also das Grün, das ist ja noch überhaupt nicht richtig zugewachsen. Das braucht, ich habe ja hier die Festuca nachgesät und du sagst natürlich auch, die Festuca, die verträgt den ganzen Stress nicht. Also ganz viel Poa hier. Also, man sieht, es ist deutlich im Stress, ja. Klar. Man sieht, es ist deutlich im Stress, ja. Da müssen wir was machen. Ja, Christian, du hast jetzt hier so vier Flaschen mitgebracht. 4 1-Liter-Gebinde, so heißt das ja in der Fachsprache. Genau. Und zwar, ich habe jetzt hier Aqua Plus in der Hand. Ein Zusatzstoff zur Konditionierung von Spritzwasser mit hohem pH-Wert und hohem Carbonatgehalt. Aha, also genau. Aqua Plus habe ich hier dann ein Universal Liquid Silizium, flüssiger Spurennährstoff Mischdünger zur Stärkung der Stresstoleranz und der Widerstandskraft. Und was hast du da? Ich habe hier unser Resisto, das ist eine zweikomponentige Biostimulanz. Und die hochkonzentrierte Meeresalge. Die Meeresalge, die kennen wir ja schon. Die ist nämlich auch im Dünger mit drin. Was heißt hier zweikomponentig? Resisto, warum? Also zweikomponentig aus dem Grund, wir haben einmal diese 1-Liter-Flasche und hier in der Seite, ich meine, wir können es auch mal aufreißen eigentlich, weil wir wollen es ja dann später verwenden. Okay. Oh! Hier ist eine kleine Flasche noch. Warte mal, zeigen hier. Mach's weg. So, jetzt. Da ist eine Flasche drin. Wie viele haben wir schon übersehen? Das haben schon mehrere der Profikunden übersehen und es hat trotzdem funktioniert. Also nur so viel zu dem Thema. Ne? Okay, Christian, jetzt warum diese 4 Produkte? Die Vorteile der einzelnen Produkte, also wie gesagt, ganz kurz mal nochmal zurück drauf zu kommen. Das sind halt Produkte im 1-Liter-Gebinde, die wir auch im 1-Liter-Gebinde haben. Und so können wir es halt auch gut für einen privaten Kunden anwenden, weil wir einfach weniger Fläche haben wie im Profibereich. Ja, genau. Und da haben wir uns halt diese 3 Produkte rausgesucht, beziehungsweise 4 Produkte, die einfach eine gute positive Wirkung auf die Stresstoleranz von den Gräsern haben und sehr gut in Kombination gefahren werden können. Das kann man also mischen? Das kann man alles miteinander mischen und kann in einem Gang ausgespritzt werden. Und nochmal darauf zurückzukehren, es muss halt wirklich, es bringt nicht, wenn man das einmal macht. Man muss das wirklich kontinuierlich machen, dass man auch eine Wirkung sieht oder bemerkt. Was heißt kontinuierlich? Ja, wie gesagt, also man sollte es, wenn im Optimalfall 14-tägig und mindestens 14-tägig? Und mindestens alle 4 Wochen sollte man es sprühen, dass man da einen Effekt auch mit erzielt. Wenn das jetzt einer mal probieren will, dann würde ich ihm davon abraten, dann soll er es lassen. Weil nur mal probieren für einen Shot ist für die Katze. Bringt gar nichts, rausgeschmissenes Geld. Ja, weil die Pflanze muss das erst im Stoffwechsel aufnehmen. Ja, ich muss das halt erst hochdosieren und dann habe ich eine Wirkung. Ja. Also das heißt, es ist nicht so eine einmalige Sache, dann ist alles perfekt, sondern ihr müsst euch entscheiden, das auch durchführen und anwenden zu wollen und dann kontinuierlich diese Mittel anwenden. Das ist ganz wichtig, sonst gar nicht erst anfangen. Ja. Und du sagst idealerweise 2 Wochen, alle 2 Wochen spritzen. Ich finde Spritzen immer sehr aufwendig, reden wir gleich noch drüber. Ja. Christian hat eine Spritze mitgebracht, er zeigt jetzt, wie man das macht. Also Spritzen ist sehr aufwendig, kann nicht jeder, will nicht jeder. Aber als Granulat gibt es zum Beispiel auch die Alge, das weiß ich. Genau. Bei den anderen Sachen, da wird es dann schwierig. Also die Mykorrhiza ist an Düngern auch schon mit angehaftet. Ist auch schon mit drin in manchen, schon mit Düngern, drin, und in manchen so, ja. Düngern. Aber warum überhaupt flüssig, Christian? Was ist denn der Vorteil jetzt, dass ihr flüssig aus Platz sprüht? Das ist halt einfach, wie gesagt, über den Boden kann ich natürlich das auch applizieren, teilweise. Also wie gesagt, haben wir jetzt ja gerade gesagt, dass es nur teilweise funktioniert. Übers Blatt wird es halt direkt aufgenommen. Das ist halt auch, wenn ich jetzt eine Flüssigdüngung mache. Ich meine, wir reden jetzt hier von Biostimulanz, da ist auch ein bisschen Stickstoff mit im Spiel. Ja. Aber wirklich sehr gering. Aber ich kann es halt sehr präzise übers Blatt geben und das ist dann sofort für die Pflanze verfügbar. Und dieser Schutzmechanismus, wenn das mal in der Pflanze im Stoffwechsel aufgenommen ist, der wird dann auch sehr schnell erhalten bleiben. Ja? Okay. Also es ist tatsächlich besser, diese Mittel direkt über das Blatt dem Gras zuzuführen. Genau. Okay.
Ja, vielleicht noch mal ganz kurz in ganz knapper Form der Hauptvorteil der Meeresalge. Warum ist die Meeresalge so sinnvoll? Weil die Meeresalge, wie gesagt, ich habe das ja damals schon mal besprochen bei dir. Oder richtig, das in mal diesem schon mal, Video hier, Dünger. Schon mal erklärt. Ich meine, das ist die Ascophyllum nodosum, die ist sämtlichen Gezeiten ausgesetzt. Also wirklich Kälte, Hitze, Meerbewegung und die hält jeden Stand und hat so viele Inhaltsstoffe hier drin, die sie den Gräsern einfach zur Verfügung stellt und damit die Gräser stärkt. Das ist einfach eine Stärkung. Das ist eine wirkliche Pflanzenstärkung und das ist auch wirklich das Ursprungsprodukt, wo wir eigentlich mit angefangen haben. Alles andere kam so nach und nach, aber die Alge ist nach wie vor das A und O-Produkt bei uns. Okay, stellen wir die mal hin hier, die Alge, also auch mein Grün. Ne? Danach Grün, du kriegst jetzt hier bald die Alge. So, was ist Resisto? Resisto ist, wie gesagt, dieses Zweikomponentenprodukt. Ja. Wo ich jetzt in diesen kleinen Fläschchen Mykorrhiza und Mykorrhiza-Pilze und Rhizobakterien, Mikroorganismen drin habe. Und habe hier halt auch noch ein bisschen Stickstoff drin, Braunalgenextrakt, Hefeextrakte und halt sehr viele Spurenelemente. Auch Braunalge? Da ist auch Braunalge. Also wie gesagt, Braunalgeextrakt, Hefeextrakt und Pflanzenauszüge, das ist das Grundprodukt. Und ist natürlich auch wieder mit diesem Thema Aminosäuren sind da drin, Vitamine und dieses ganze Spurennährstoffe, Gedönse. Also im Grunde genommen wie so eine Vitamintablette. Genau. Wie gesagt, und das ist halt wirklich hervorragend, auch gerade biotischer, abiotischer Stress. Wie gesagt, Hitzestress, auch Kältestress, gerade jetzt in der Phase. Ich aktiviere damit das Bodenleben, auch wenn ich es übers Blatt gebe. Das Bodenleben wird damit trotzdem aktiviert, die Wurzelaktivität wird gesteigert. Ja, also das ist wirklich so ein All-in-One-Produkt, wo ich wirklich alles drin habe, was halt meine Gräser brauchen, gerade in bestimmten Stresszeiten, auch was Pilzbefall angeht, Schneeschimmel. Okay. Wirklich Top-Produkt. Also, so, dann haben wir hier noch das Silizium. Genau, schau mal bitte hin. Silizium. Das Silizium ist auch ein Mischdünger, bestimmt also Stärkung von der Stresstoleranz. Wir stärken die Zellwand, also praktisch das Blatt und der Halm wird stabilisiert. Also viele fahren es auch jetzt gerade im Fußballbereich, die wollen halt zu einem Spiel schnelles Gras haben, dass der Ball gut rollt. Da wird auch gern Silizium hergenommen, einfach um diesen Effekt zu haben, dass ich einen guten Balllauf habe. Dass das Gras hart ist. Genau. Aber es geht ja auch wirklich um die Widerstandskraft, gerade auch jetzt halt in Stressphasen. Ich meine, das reguliert auch den Wasserhaushalt. Ich meine, im Profibereich wird es dann auch wirklich... Was heißt das? Wasserhaushalt regulieren? Was heißt das? Ja, das ist halt, wenn du jetzt halt bestimmte Stresssituationen hast, durch eine Trockenphase durch musst, dann reguliert es halt den Wasserhaushalt. Also praktisch das Wasser in der Pflanze wird dahin befördert, wo es auch benötigt wird. Also die Wasserverteilung im Pflanzensystem. Okay. Und es wird auch, wie gesagt, Pilzangriff wird abgewehrt dadurch, weil die Zellwände einfach gestärkt sind und es wird dann halt praktisch... Es ist wie ein Schutzschirm. Also wie so ein Schutzschirm im Raumschiff. Genau. Also das Silizium sorgt dafür, dass also die Angriffe von außen abgewehrt werden. Weil dadurch halt einfach die Zellwand hart ist und es dem Pilz erschwert wird, da einzudringen. Christian, dann haben wir hier noch Aqua Plus. Also was ist denn das jetzt? Das ist einfach ein Zusatzstoff zur Konditionierung vom Spritzwasser. Und das wird einfach mit reingekippt zu den Mitteln, dass das Wasser auch weicher wird. Okay. Dass das besser praktisch sich vermischt im Tank, okay. Dass der Schaum reduziert wird, falls es eine Schaumbildung gibt. Manche Mittel schäumen halt einfach und dann will man dadurch, da gibt es extra Mittel auch, wo man nur Schaum reduziert. Das hat es halt innen drin, das ist schon mit dran oder mit im Mittel hinzugefügt. Und dann habe ich noch ein Haftmittel hier drin, das mir das bewirkt, dass die Mittel, die ich dann wirklich übers Blatt appliziere, einfach länger auf dem Haft am Blatt haften. Dass die Mittel, die Spritze, länger am Blatt haften bleiben. Okay. Und muss man das einsetzen? Also nein, ist das Note? Muss man nicht einsetzen, aber wir empfehlen es gerade bei, wenn der Kunde sagt, er hat relativ hartes Wasser, dass man einfach sagt, gibt es dazu. Okay. Und wie gesagt, drei Funktionsweisen in einem und wir geben es eigentlich immer mit dazu und es wird auch sehr gerne genommen und man spürt auch den Effekt.
Naja, okay. Also das heißt, das ist jetzt kein, ne, kein Stärkungsmittel, das ist einfach nur... Einfach ja, eine Konditionierung, Konditionierung für die Spritzbrühe. Genau. Ne? Kann man machen, muss man nicht. Genau, wie gesagt. Und das ist ja auch von der Menge her, da kommen 100 Milliliter auf 100 Liter Wasser. Also da können wir uns jetzt ausrechnen, wie viel wir davon brauchen, wenn wir jetzt... Ja. Ne? Das ist sowieso ein Problem. Ne? Also auch da dürfen wir uns nichts vormachen. So ein Liter wird normalerweise auf einen Hektar, ne, 1 bis 2 Liter. Die haben 800 Liter Spritzen, da ist halt so eine Flasche dann halt in einem Tank verschwunden. Genau. Ne? Also wenn das, die jetzt im privaten Bereich. Ja, aber das ist jetzt für eine Fläche von einem Hektar 10.000 Quadratmeter. Und das heißt, wenn man jetzt nur 1.000 Quadratmeter hat, und das ist ja schon viel, manche haben nur 100, 200 Quadratmeter, dann braucht man nur 100 Milliliter oder beziehungsweise nur 10 Milliliter. Und das reicht dann natürlich ewig. Ja. Auch ganz wichtig, dass diese Dinger auch dann natürlich möglichst lange halten. Also wenn ihr euch sowas kauft, dann habt ihr bei kleinen Rasenflächen also sehr, sehr lange was davon. Das muss man auch deutlich sagen. Also man braucht immer nur einen Bruchteil von dem, was in dieser Flasche eigentlich drin ist. Genau. Das ist jetzt bei der Alge nicht ganz so. Die ist schon etwas höher dosiert. Genau, bei der Alge. Aber jetzt solche Mittel, die sind relativ... ja, gering dosiert. Wird jetzt auch nicht kaputt. Also wenn das auf ist, dann kann man das auch sehr lange verwenden, ohne dass da irgendwas passiert. Ja. Okay. Und die Meeresalge, ja, die ist höher dosiert. Und die kann ich aber auch, wie gesagt, die muss ich nicht nur spritzen, die kann ich ja mal gießen. Also ich mache das daheim bei mir auch, dass meine Pflanzen oder auch die Gartenpflanzen einfach mal mit der Gießkanne ein Superkonzentrat kriegen, ja? Oder halt ein Algenkonzentrat kriegen. Also ist nicht nur für Rasen, sondern auch für andere Pflanzen ja. Sinnvoll. Auch das Lithium. Ne? Man kann ja. alles auch gießen da, das ja. muss man nicht unbedingt. Also das geht auch über die Wurzeln rein. Ja. Ja. Es ist natürlich jetzt vom Spritzen, ne? Also wenn du jetzt so einen feinen Sprühnebel auf das Blatt bringst, das ist das Effizienteste, genau. sagst du. Das ist einfach okay. effektiver. Okay, lass uns mal was hier mischen. Jetzt mischen wir mal. Dazu ziehe ich mir jetzt immer andere Klamotten an, den Schutzanzug an. Nein, brauchen wir nicht. Also es wird zwar empfohlen, ich lese das hier mal überall, ne? Aber die legen sich natürlich ganz auf die sichere Seite, die Hersteller, dass man also ne, Augenschutz, Mundschutz, Nasenschutz... Ja, wie gesagt, das ist ein Konzentrat ja, und das ist einfach konzentriert. Wenn das dann vermischt ist in der Spritze, passiert da gar nichts. Und das ist halt einfach konzentriert und man zieht halt Handschuhe an. Und also Handschuhe auf jeden Fall. Gut. Eine Schutzbrille ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ja. Und dann eine vernünftige Kleidung. Also man sollte es sich nicht über den Körper gießen und schon gar nicht trinken. Also hier ist ein Achtungssymbol, gerade bei dem Zeug hier drauf. Bei den anderen... bei den Pflanzenstärkungsmitteln war überhaupt kein Sicherheitssymbol drauf. Also das ist halt hier wohl ein bisschen stark reizend. Ja gut, okay. Also machen wir ein bisschen grob, 250 Quadratmeter. Also jetzt nur der Bereich hier, Christian. 250 okay. Quadratmeter. Du willst ja jetzt eine bestimmte Menge da drauf bringen. Also musst du wissen, wie viel Quadratmeter du jetzt mit deinen 10 oder 15 Litern abläufst. Wie gesagt, ich habe jetzt 10 Liter neulich und habe 100 Quadratmeter gemacht, dann waren ungefähr 5 Liter weg. Also für 100 also Quadratmeter 5 Liter habe ich jetzt da perfekt. Ungefähr gebraucht. Ungefähr! Ich habe jetzt das so gemacht, ich habe 10 Liter rein, dann habe ich hier diesen Spritzbalken dran gemacht, bin runter auf die Straße und habe mir eine Fläche praktisch ab, also 100 Quadratmeter praktisch grob abgesteckt und bin dann das abgelaufen mit der Spritze. Okay. Und dass ich halt geschaut habe, ich meine, das war halt schön zu sehen auf dem schwarzen Teer, hast du halt genau gesehen, ist doch, Christian, wie der super, Spritzkegel ist. Super Tipp. Ne? Ein super Tipp. Also, ihr müsst wissen, welche Menge spritzt ihr auf welche Fläche. Und erst dann könnt ihr eure Fläche wirklich absprühen und ablaufen. Dann müsst ihr genau so laufen, wie das im Versuch gewesen ist. Auch, ne? Und du hast jetzt rausgekriegt, du brauchst für 100 Quadratmeter 5 Liter Wasser. Ja. So, und das nehmen wir jetzt mal als Anhaltspunkt. Genau. Das heißt, wir haben jetzt hier ungefähr 250 Quadratmeter. Also müssen wir mal 15 Liter auf diese Fläche ballern. Und in diese 15 Liter müssen wir jetzt die Menge an Flüssigkeit aus den verschiedenen Flaschen jetzt reinmischen, die genau für die Fläche notwendig sind. Genau. Und da war ein Rechenfehler. Wieso? Also 5 Liter auf 100. Das sind 10 auf 200 und 12,5 auf 250. Hat sie recht. Ja. Also, so lieber Rahmenfix. Ja, ich möchte natürlich auch an dieser Stelle wieder darauf hinweisen, wenn ihr sowas macht, hier mit irgendwelchen Mittelchen rumspielen und so weiter, dann müsst ihr die geltenden Sicherheitsbestimmungen einhalten. Ich
zeige euch jetzt nicht, wie es richtig ist. Ich mache das so, wie ich es jetzt denke, dass es ausreichend ist. Aber es gibt ganz klare Sicherheitsvorschriften und da ist jeder selbst für verantwortlich, die auch einzuhalten. An dieser Stelle glauben wir jetzt, dass die Handschuhe und diese Schutzbrille alles ausreichend ist. Das sind keine giftigen Mittel, das sind reizende Mittel. Vor allen Dingen hier dieses Aqua Plus, das ist ein reizendes Mittel. Deswegen Augenschutz ist ganz wichtig. Und immer ein Handschutz, das ist auch sinnvoll, damit das Zeug nicht so viel auf die Haut kommt. Und sonst immer gleich abspülen. Okay, stimmt das so? Bye. Ja, gut. Passt, Daumen hoch. So Christian, so, du sagtest, ich muss mit Aqua Plus jetzt starten. Genau, dass man erst das Wasser konditioniert, bevor man jetzt, bevor man halt die Mittel dazu tun. Okay. Dass die Spritzbrühe schon mal, das Spritzwasser schon mal vorbereitet ist. Ne? Achso, jetzt genau. Kann man hier mit dem Deckel. Genau, kann man das einschneiden. Kann man das jetzt einschneiden, okay. Einmal rumdrehen und dann. Wir haben jetzt hier, es gibt verschiedene Möglichkeiten natürlich jetzt hier die richtige Menge zu dosieren und meine Frau hat hier für den Küchenbetrieb von Dr. Oetker hat sie jetzt so einen Messbecher gefunden. Und da gibt es jetzt verschiedene Skalen. Und hier sind jetzt 10 Milliliter. Da muss ich jetzt ganz vorsichtig, schon so viel, ist egal, 10 Milliliter reinkippen. Okay. Jetzt würde ich vielleicht das kurz mal, weil normalerweise in der Praxis läuft jetzt das Rührwerk mit und mischt es. Jetzt kann man das kurz mal zuschrauben, ein bisschen durchschütteln, dass das schon mal schön vermischt ist im Wasser. Ja? Optimaler, ja? Ganz kurz mal, bitte. Okay. Also immer schön mischen. Immer schön mischen. Wie gesagt, im Profibereich läuft jetzt das Rührwerk mit. Die ganze Zeit. Ja? Die Alge. Immer schön schütteln davor ist wichtig, auch bevor man halt schüttelt mal das richtig durch. Das macht man mit jedem Produkt, dass das eigentlich irgendwie mal ein Satz, da ist ein Satz im Boden, dass man das einfach durchmischt, dass auch wirklich die volle Konzentration ankommt. Ah, ja. Gesicht ins Gesicht gespritzt. Habe ich es im Gesicht, Schatz? Das ist gut für die Haut. Oh, das ist echt, als wenn du am Meer stehst. Das ist wirklich gut, ne? Unglaublich. So, hier brauchen wir jetzt also 10 bis 20 Liter aufs Hektar. Also hier steht 5 Milliliter pro Liter Wasser. Das ist aber, wenn du das gießt. Das ist, wenn man es gießt. Also wenn wir jetzt das spritzen, machen wir praktisch 10 bis 20 Liter aufs Hektar, also auf 10.000 Quadratmeter. Also brauchst du auf 1.000 Quadratmeter einen Liter. Also brauchst du jetzt auf brauchen wir jetzt 250 Milliliter. 250 Milliliter. Genau. Das, was jetzt da draufsteht, ist, fürs, wenn man es gießt. Ne? Okay. 250 Milliliter, das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt habe ich hier noch was Schönes, nämlich eine Spritze. Da saugen wir jetzt 250 Milliliter draus. Könnt ihr euch so Spritzen holen aus der Apotheke. 50. Eine Schweinerei. Ich denke mal, da muss sich jeder so ein bisschen selber was. Wenn wir jetzt einen Messbecher hätten mit 250, dann würde es vielleicht leichter gehen. Ne? Der hat schon einen Messbecher mit 250. 50, 100, dann hast du dich verzählt. Also da braucht man schon deutlich mehr von dem Zeug. Und dann wäre auch eine schöne Skala sinnvoll für die Privatkunden, dass man da eine Skala auf der Flasche hat. Ihr habt mitgezählt, ne? 150? Ja. 150, jetzt kann man alles gar nicht im Film zeigen. Das ist viel zu lange. Ich muss immer an Connor Ward denken, der seine Giftmischung da macht. Ja. So. Das ist perfekt, gleich zumachen. Bevor das schwarze Gold umkippt. Nein. Gut, das muss man halt dann. Ich würde mir einmal Wasser vielleicht noch daneben stellen, wo man das gleich immer ein bisschen ausschwankt, was? Und das kannst du dann in Blumen geben zum Schluss. Silizium kommt jetzt. Hast du es geschüttelt? Nö. Schütteln. Schütteln. Wie bei Miraculix
mischen wir jetzt hier den Zaubertrank. Reicht? Passt. Sollte passen. Ich habe das echt noch nie gemacht. Kein Scheiß. Deshalb darfst du das gleich machen. Ne? Boah. Ich rieche sogar noch alle. Vielleicht sollte ich es mal sein lassen. Wie viel brauchen wir jetzt davon? Ich habe mich nachgeguckt. Also da brauchen wir auf Hektar an Liter. Also brauchen wir dann 100 Milliliter. 100 Milliliter? Oder, nee, warte mal. Schmarri. Doch. Ist richtig. Auf einen Hektar, einen Liter. Auf 1000. 100? Also dann brauchen wir 25. 25 ja. So, haben wir jetzt hier ich meine, das kannst du auch ein bisschen höher dosieren. Wie gesagt, das ist jetzt, muss jetzt wirklich nicht auf dem Ding genau sein. So. Genau, zack. Nein. Mehr ist das gar nicht. Nee. Erstaunlich. Das reicht ja ewig. Ne? Das ganze Zeug muss ja stundenlang abspülen. Wie gesagt, normalerweise ist es ja so, dass man das dann danach gleich wegschmeißt. Aber in dem Fall heben wir es ja natürlich ein bisschen auf. Ne? Der Privatkunde macht das eben nicht. Ja, aber es ist halt einfach trotzdem die Flasche aus dem Profibereich. Ne? Und wir werden jetzt für den Privatkunden kann man keine extra Flasche produzieren. Das ist halt einfach. Ja, nachher kaufen die Privatkunden viel mehr von euch als die Profis. Ja. Dann müsst ihr euch auf die einstellen. Das ist ja auch nur eine Brühe. Also normalerweise würde es jetzt so sein, dass wir die kleine Flasche in das große Nein kippen. Stopp. Was? Das machen wir jetzt nicht. Du kippst es jetzt nicht da Nein. Warum nicht? Weil das nur 4 Wochen haltbar ist. Ich hätte es jetzt so gemacht. Die Flasche ist ja länger haltbar, ja, die große. Aber das da drinnen ist nach 4 Wochen kaputt. Du meinst, weil ich jetzt Urlaub habe? Also würde ich jetzt das komplett reinschütten. Das sind die Mykorrhizen und die Rhizobakterien. Das willst du da komplett reinhauen? Ja. Alles? Oder du willst das halbieren, dass du sagst, in 2 Wochen spritzt du nochmal, aber da bist du ja nicht da. Ist das denn sinnvoll jetzt alles? Ja. Okay. Und deshalb haben wir gesagt, wir kippen das jetzt alles rein. Für die erste Applikation kommt alles rein. Das ist ganz dick. Wie? Oh, ich hab's da genau auf das Ding draufgehauen. Auf die Pumpe. Und dann für die kleine Flasche in die große rein. Das müssen wir nochmal schön ausspülen. Ne? So, jetzt fehlt noch das Resisto. Da können wir jetzt 1 oder 2 Liter, also sprich. Also 2 Liter auf 10.000, also 200 auf 1.000. 1.000, das sind dann 50. Genau. Okay, also 30. Schups. Ja. Ich finde, es ist immer so eine Panscherei. Ja, es ist aber halt Bio-Stimulanz, ne? Das heißt, es ist alles harmlos. Völlig harmlos. Völlig harmlos. Ja, es riecht doch auch gut, oder? Es riecht doch gut, oder? Es riecht interessant. Oder war jetzt schon irgendwas dabei, was irgendwie. Ich habe lieber nicht gerochen. Mhm. Also normalerweise, sagt Christian, soll man jetzt diese Sachen immer in so einem extra Eimer ausspülen. Und dann nimmt man diese Brühe nachher, diese Spülbrühe, und haut sie noch auf die Beete oder an die Pflanzen. Ich kann es natürlich auch in die Spritze rein tun, ne? Das geht auch, aber. So, okay. Unfassbar. Und jetzt füllst du noch ein bisschen nach. Ja, oder? Genau, jetzt haben wir 10 Liter. Ist das noch offen? Wir haben jetzt immer noch 10 Liter. Andere Seite. Warte mal, ich kann es eigentlich mit dem Schlauch machen. Das ist doch schöner. Und dann hier. Boom. Explodiert das Unkraut auf den Stein. Was haben wir gesagt? Wir brauchen 12,5. So. Jetzt kannst du weiter mal ein bisschen hier den Behälter abspülen. Ja. Nur, dass wir die Gurte nicht so nass machen, sonst hast du dann eine nasse Schulter. Ach so. Ne? Das willst du wahrscheinlich auch nicht. Ich denke mal, das ist jetzt beim ersten Mal ein bisschen umständlich, ja. Also ich denke mal, wenn du das 2-3 Mal gemacht hast, dann hast du da dein Schema. Du kannst dir das natürlich auch schon vormischen, ja, konzentriert vormischen und dann alles zusammen einfüllen, ja. Das kannst du ja auch machen. Das passiert ja auch nichts. Ob das jetzt da drin mischt oder ne, Aqua Plus rein, Wasser, und dann machst du deine 3 Bio-Stimulanzien zusammen und kippst es rein. Und mal schütteln alles. So, Ghostbusters. I'm afraid of no ghosts.
Das habe ich von Rufen geklaut. So, okay. Darf ich jetzt loslaufen? So, ich laufe jetzt rückwärts, damit ich nicht in das frisch Gesprühte trete. Und ich hätte natürlich vorher auf der Straße das nochmal testen müssen, weil Chrissy hat schon gesagt, ich laufe viel zu langsam. So, ich mache jetzt los. Chrissy, wie ist die Geschwindigkeit? Ich sehe natürlich überhaupt nicht, wo ich längs laufe. Kacke. Oh, das darf man nicht sagen. Passt gut. Ist gut? Ist gut. Du musst nur pumpen. Dann Druck. Ne? Oh. Gut. Also wegen mir kannst du da vorwärts laufen. Ja, dann laufe ich auch vorwärts. Das ist ja genau. Bisschen weiter Abteigestänge. Das kannst du ja völlig vergessen rückwärts. Das sprüht komisch. Also diese gleichmäßige Applikation, das ist schwierig. Nicht einfach. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo Jetzt weiß ich schon nicht mehr, wo ich gesprüht habe. Also diese Idee mit der Lebensmittelfarbe, die hätten wir mal machen sollen. Danach macht das kein Mensch mehr. Sprüht aber was raus? Ja, ja. Bin jetzt schon völlig am Ende. Vorsicht! Also zwei Dinge sind wirklich wichtig. Einmal muss der Druck konstant sein. Da ist natürlich dann eine Akkupumpe wesentlich besser. Und dann muss man die Spur treffen. Und da gibt es auch eine schöne Sache. Und zwar mit Lebensmittelfarbe zu arbeiten, mit so einem Blau zum Beispiel, dann sieht man sehr schön den Spritzbereich, den ich jetzt hier quasi so gut wie gar nicht sehe. Ich kann mich also nur an meinen Mähspuren orientieren. Ich möchte nur ehrlich hier rüberbringen, dass das wirklich nicht so eine ganz einfache Sache ist. Jetzt sprühe ich hier mein Stativ an. So, Freaks. Ja, also es ist natürlich jetzt ein erster Test. Und was hier der große Vorteil ist, dass hier auch eine Überlappung tatsächlich kein Problem ist. Das ist jetzt nicht irgendein Fungizid, also nicht irgendein Pflanzenschutzmittel, was ganz exakt dosiert werden muss. Wenn ich jetzt so ein bisschen überlappe hier und nicht ganz so genau die Spur treffe, ist das nicht so schlimm. Aber ich sage euch, also jede Akkupumpe ist besser als diese Handpumpe. Hier, schön noch mal im Grün. Und es ist schon die Hälfte raus, sagen die Zuschauer. Also von daher ist das von der Menge jetzt gar nicht so schlecht dosiert. Schön aufs Grün. Heute Abend liege ich mit der Sehnenscheidenentzündung im Bett. Ein Tennisarm. Also wie gesagt, der Spritzbild ist auch schön, wirklich. Ja, ja, der Spritzfilm, gut. Ich kann den Spritzfilm tatsächlich gar nicht richtig sehen. Also so wie es aus den Düsen rauskommt. Also der Balken ist gut. Wo hast du denn diesen Balken jetzt her, Christian? Der Balken ist von Solo halt auch jetzt. Der ist auch von Solo. Der ist jetzt für die Solo-Spritze. Der ist schon dafür gedacht, ja. Ich denke mal, den kann man auch auf anderen Spritzen aufbauen. Also, nein, also der hört also auch dazu, okay. Also wie gesagt, von dem her. Wie gesagt, ich habe das selber erst zum ersten Mal probiert mit dem Balken und es ist eigentlich grundsätzlich echt eine gute Idee. Oh. Aber es riecht gut. Es riecht wie am Meer. Also man braucht gar nicht mehr in Urlaub fahren. Man fühlt sich am Meer. Herrliche Meeresbrise, die Alge, der Fischgeruch. Der Fischgeruch, der liegt einem in der Nase. Geh ein bisschen ab noch mit deinem. Bitte was? Ein bisschen ab mit dem Gestänge. Ab, ich, tiefer. Du gehst immer höher. Tiefer. Bisschen tiefer, genau. Ja. Dass wir nicht so viel Abdrift haben. Ach so, war zu hoch. Ich dachte, das ist auch so, und jetzt ist fast ein bisschen windig heute, aber. Jetzt ist er fast leer, sind wir gut hingekommen mit der Menge, hätte ich gesagt. Jetzt kannst du ja noch mal übers Grün gehen. Ja, wir machen noch mal eine extra Mischung fürs Grün. Und hier vor allem mal mein super Problem stellen. Was ist? Darfst du mal richtig.
Aber jetzt ist fast alles raus, ja? Nee, schon noch 2 Liter drin. Tu mal richtig Druck aufbauen, weil es ist natürlich klar, je weniger da drin ist, desto länger brauche ich. Ne? Brauche ich bis da, aber das kannst du vergessen mit dem Ding da. Da kriegst du ja einen Vogel. Ja. Dann machen wir nochmal das Grün extra hier. Nicht so hoch, nicht so hoch. Das siehst du jetzt richtig schön, wo du warst. Ja, das sieht man jetzt. Siehst du das sieht schön, man jetzt richtig, das sieht man jetzt tatsächlich richtig. Warte mal, ich tue mal die Fahne raus. Das sieht man jetzt richtig jetzt gut. Jetzt siehst du es gut, ne? Ja, jetzt sieht man es sehr gut. Das siehst du auch, wenn das Gras ja. kürzer gemäht ist, siehst du es viel besser. Ja. Und ich denke mal, wenn du Lebensmittelfarbe reintust, dann ist es. Also, das glaube ich, ist echt eine coole Idee. Müssten wir einfach mal probieren. Ich habe das in der Praxis, also im Profibereich auch schon probiert. Du siehst da schon einen Farbunterschied, ne? Das ist jetzt zwar jetzt nicht so, dass es wirklich blau ist, aber du siehst einfach eine Abgrenzung. Genau, wenn es ein bisschen dunkel wirkt, das wäre ja schon super. Ja, Christian, da guck mich komisch an. Also es liegt natürlich nicht an der Spritze. Es geht darum, dass diese Biostimulantien, dass diese Mittel natürlich wirklich sinnvoll sind, wenn man ein bisschen nachhaltiger seinen Rasen pflegen will, ohne Pflanzenschutzmittel auskommen will, mit wenig Stickstoff auskommen will, dann sind genau solche Dinge gut, um das Blatt zu stärken, um den Halm zu stärken, um das Gras zu unterstützen bei Stress, bei Hitze, bei Trockenheit, bei Pilzinfektionen. Das ist genau die Idee dahinter, Christian. Genau. Wir haben also jetzt ein bisschen uns hier über diese Solo-Rückenspritze ausgelassen. Und tut mir leid, das ist halt nicht ganz optimal gewesen. Also nehmt, wenn ihr sowas macht, auf jeden Fall irgendeine Akkuspritze. So ein Spritzbalken ist super, habe ich auch noch nicht gehabt. Den behalte ich jetzt, Christian. Das ist gut, schick. Okay, den appliziere ich an meine kleine, noch mal reden. Eine Gloria-Spritze. Nee, okay, es riecht, das muss man auch deutlich sagen, es riecht jetzt hier wirklich nach Meeresalge. Also es riecht wirklich, die Fläche, das spürt man, riecht man deutlich. Du hast eben schon geprüft, ist schon ein bisschen abgetrocknet. Ja, ich brauche schon jetzt hier. Also es soll auch antrocknen, anhaften, deswegen auch dieses Aqua Plus, damit diese Stimulantien auch besser am Blatt anhaften. Anhaften und dann halt wirken. Ja, gut. Wie gesagt, jetzt ist halt noch wichtig, wenn man dann fertig ist, dass man die Spritze schön sauber macht. Ah ja, also nochmal Wasser und nochmal durchspült, weil das sich ja auch ablagert. Ne? Das verklebt das dann, ist schon lagert wichtig, sich dass ab. Man das gut, wirklich ja. gut durchwäscht. Genau, also ja. das zum Thema halt flüssig düngen, das, wie gesagt, ist schon ein bisschen aufwendiger. Ne? Da muss man auch so ein bisschen gewissenhafter arbeiten. Aber sonst, oh, das riecht. Aber sonst ist das natürlich hochinteressant. Ich habe auch noch als letztes Feature ein Buch, eine Buchempfehlung für euch. Und zwar über das Thema Biostimulantien gibt es ein hochaktuelles, ganz neues Buch. Ein wissenschaftliches Buch zu dem Thema, dass wir uns auch so ein bisschen abgrenzen von diesen ganzen ja, homöopathischen Mitteln, von diesen Wundermitteln, diesen Snake Oils, wie das im Buch steht. Also es ist tatsächlich hier kein Wundermittel. Man versucht auch gerade in der Forschung, dieses Thema Biostimulantien intensiv zu erforschen, auch zu verstehen, warum wirken diese Biostimulantien? Und die wirken eben, da ist nicht nur ein Wirkstoff, der wirkt, sondern es ist vor allem die Kombination aus vielen Wirkstoffen. Ne, gerade die Alge, die hat viele Wirkstoffe, ja, Christian. Und da versucht man auch, das wissenschaftlich noch weiter zu erforschen. Und tatsächlich ist die Wirkung auch nachgewiesen. Das Buch hänge ich mal in die Beschreibung oder vielleicht blende ich es hier nochmal kurz ein. Ja, das finde ich ist immer wichtig, sich auch über solche Dinge zu informieren, zu hinterfragen. Ne, funktioniert das wirklich? Gibt es da Forschungsergebnisse zu diesen Dingen, zu diesen Mitteln? Halte ich für sehr wichtig. Und tatsächlich definitiv die Mittel, die wir jetzt hier eingesetzt haben, die sind tatsächlich schon erforscht und die funktionieren. Ja, soweit das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Christian, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Danke, schön war's. Und mich ein bisschen unterstützt hast, gecoacht hast. Zum Glück habe ich meine Arbeitskleidung nicht dabei. Ja, ich musste jetzt hier ran. Okay, vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ja, dann bis zum nächsten Mal in meinem Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi. Ciao. Und wenn ihr weitere Videos von mir schauen wollt, dann ist das hier mein neuestes Video. Und dieses Video, das hat der Algorithmus extra für euch ausgesucht. Und wenn ihr die Videos gut findet, gebt mir gerne Daumen. Und wenn ihr mich abonniert, freue ich mich. Ist auch völlig kostenlos. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.